Money, Money, Money. Heute für euch 12 Fakten über Geld. Nummer 12. 1923 gab es in Deutschland eine Hyperinflation, die dazu führte, dass die Währung fast ihren gesamten Wert verlor. Infolgedessen nutzte man zum Beispiel Geldscheine als Tapeten, weil sie billiger waren als richtige Tapeten. Platz 11. Mit dem gesamten Geld in Form von Scheinen und Münzen auf der Welt wäre es nicht möglich, alle Schulden auf der Erde zu begleichen. Nummer 10. Etwa 60% der erwachsenen Deutschen tragen maximal 100 Euro im Portemonnaie. Platz 9. Die Oberfläche von Geldscheinen ist voller Bakterien. In Japan werden deswegen die Scheine in einigen Automaten auf bis zu 200 Grad Celsius erhitzt, um diese abzutöten. Nummer 8. Der Drogenbaron Pablo Escobar gab anscheinend monatlich ca. 2500 Dollar für Gummiringe aus, nur um seine Scheine zu bündeln. Platz 7. Ursprünglich wurden die meisten Geldscheine nur in Schwarz-Weiß gedruckt. Mittlerweile sieht man sie allerdings mit allen möglichen Farben und Verzierungen. Der Grund ist, dass sie dadurch schwieriger zu fälschen sind und leichter als die Währung eines Landes zu erkennen sind. Nummer 6. In Indien gibt es eine Banknote, die den Wert 0 hat. Doch was ist der Grund dafür? In Indien ist Korruption ein großes Problem. Der Nuller-Geldschein hat einen symbolischen Wert. Er dient dazu, Leuten, die Bestechungsgelder verlangen, einen Denkzettel zu verpassen. Wenn euch also beim nächsten Indien-Urlaub jemand Geld abknöpfen will, dann drückt ihm einen Nullerschein in die Hand. Und sagt Grüße von Made My Day. Platz 5. In manchen Ländern kostet es mehr Geld, ein 1-Cent-Stück machen zu lassen, als es wert ist. In den USA kostet es zum Beispiel 2,41 Cent, um einen Penny herzustellen. Und auf Platz 4. Für die Herstellung von Geldscheinen werden keine Bäume gefällt. Die meisten Geldscheine bestehen aus einer Mischung aus Wolle und Leinen. Nummer 3. 90% aller Geldscheine in den USA weisen Spuren von Kokain auf. Und auf Platz 2. Es wird jährlich mehr Monopoly-Geld gedruckt als echtes Geld. Und auf Platz 1. Wenn du etwas mehr als 9 Euro in der Tasche hast und keine Schulden hast, dann bist du wohlhabender als jeder vierte Mensch in den USA. So Leute, lebt sparsam, aber nicht geizig. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es doch gerne hier. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.